Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Woche nach den Terroranschlägen in den USA kommen die Bemühungen um eine Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers Bin Laden nicht voran. Trotz massiven internationalen Drucks verschoben die afghanischen Taliban ihre Entscheidung, den islamischen Terroristen zu überstellen. Sie forderten die USA auf, Beweise für eine Verwicklung Bin Ladens vorzulegen und warnten erneut vor einem Vergeltungsschlag. Pakistan hatte sich zuletzt verstärkt um eine Auslieferung bemüht. In Islamabad, wie in allen anderen pakistanischen Städten, sind die Sicherheitsvorkehrungen erheblich verstärkt worden. Fast an jeder Ecke steht ein Polizist oder Soldat. Die US-Regierung hat heute aus Angst vor Übergriffen alle Amerikaner in Pakistan aufgefordert, das Land zu verlassen. Landesweit gehen immer mehr Menschen auf die Straßen, um gegen einen möglichen Vergeltungsangriff der USA auf Afghanistan zu demonstrieren. Wie hier in Karachi richtet sich der Zorn auch gegen die eigene Regierung, die mit Washington zusammenarbeiten will. Rufe wie Pakistan wird der Friedhof der USA oder Amerika jage nicht, was du nicht töten kannst, waren zu hören. In Pakistan gibt es in der Öffentlichkeit viele Sympathien für das Taliban-Regime und Osama bin Laden. Die Stimmung in Pakistan wird nervöser, die Lage der Flüchtlinge verschlimmert sich von Tag zu Tag. Hunderttausende Afghanen wollen ihr Land verlassen. Die Flüchtlingslager sind jetzt schon überfüllt. In Afghanistan selbst werden Nahrungsmittel knapp. Die UN warnt vor einer humanitären Katastrophe. Fahrt zur pakistanisch-afghanischen Grenze. Pakistan hat seine Truppen in der Region drastisch verstärkt. Die Soldaten sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Alle Grenzübergänge zu Afghanistan sind gesperrt. Wegen der Flüchtlinge und aus Sicherheitsgründen. Und auch auf der afghanischen Seite sollen die Taliban tausende Soldaten in Stellung gebracht haben. An der nördlichen Grenze Afghanistans sind Truppen aus Tadschikistan und russische Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt worden. Die russische Division in der Hauptstadt Dushanbe hat die Kontrollen rund um den Stützpunkt verschärft. Am Nachmittag erklärte der tadschikische Außenminister, sein Land sei bereit, gegen den internationalen Terrorismus zu kämpfen und die USA zu unterstützen. Die tadschikisch-afghanische Grenze wird derzeit von russischen Truppen gesichert. Angesichts der Terroranschläge und der Vorbereitungen auf Vergeltungsmaßnahmen setzt die US-Regierung auf den Schulterschluss mit befreundeten und verbündeten Regierungen. Als erste Gesprächspartner treffen heute der französische Präsident Chirac und Außenminister Fischer in Washington ein. Der Tag brachte wieder einen Wechsel des Tons an der Spitze. Vom Präsidenten heute keine Rede über tot oder lebendig, Ausräuchern und Jagd. Stattdessen im Weißen Haus demonstratives Schweigen in der Minute, zu der vor genau einer Woche der Terror begann. Während Aufräumungsarbeiten weitergehen, drängen sich in dem Drittel des Pentagon, das unbeschädigt blieb, die Planer einer Militäraktion. Dieses Gebäude hatte immer Lecks, aus denen Nachrichten drangen, dieses Mal nicht. Pentagon-Reporter klagen, sie seien auf haltlose Vermutungen angewiesen. Niemand sagt uns etwas über Truppenbewegungen, Schiffsstandorte, Einsatzpläne. Gut, sagt der Verteidigungsminister. Gott schütze die, die schweigen. Aus dem fernen Osten, wo die Hauptaktivität kaum laufen wird, kommen einige Bilder. Auf einer gescharterten Fähre werden Elitesoldaten der Ledernacken verschifft mit unbekanntem Ziel. Internetseiten, die bisher großzügig über US-Truppen Auskunft gaben, sind geschlossen worden. Bei der Geheimhaltung darf man keinem trauen, der behauptet, er wisse, was als nächstes kommt. Betrachtet man die öffentlichen Erklärungen und die diplomatischen Aktivitäten, dann scheinen allenfalls kleine Kommandoeinsätze in den nächsten Tagen möglich. Aber Amerika bereitet sich auch auf Größeres vor. Es wird ein langer Kampf, sagen die, die ihn verantworten müssen. In den USA haben die Menschen in stiller Trauer der Terroropfer gedacht. In der Minute, in der eine Woche zuvor der erste Anschlag auf das World Trade Center verübt worden war, verharrten viele in Schweigen. Hoffnung auf die Rettung Überlebender gibt es inzwischen kaum noch. New Yorks Bürgermeister Giuliani sagte, die Chance sei inzwischen sehr, sehr gering. Unter den Trümmern des World Trade Center werden noch 5.422 Menschen vermisst. Genau eine Woche nach dem verheerenden Anschlag auf das World Trade Center besteht so gut wie keine Hoffnung mehr, Verschüttete noch lebend bergen zu können.
Das Abtragen dieser Trümmerdecke von rund 1,5 Millionen Tonnen wird Monate dauern. Doch gleich daneben sind die New Yorker trotzig entschlossen, zum Alltag zurückzukehren. Glücklich, wer überlebt hat. Ich habe ein zweites Leben bekommen. Der Arzt sagt, ich sei 4-mal getroffen worden. Ich kann mich nur an 1-mal erinnern. Ich weiß nichts mehr, aber jede Nacht hoffe ich, dass mehr an Erinnerungen zurückkommt. Die New Yorker Feuerwehr ist rund um die Uhr im Einsatz, inzwischen mit Mietwagen und vielen freiwilligen Helfern. In den Feuerwachen erinnern Gedenktafeln an die ums Leben gekommenen Kollegen, 300 insgesamt. Unter den Opfern sind Menschen aus 62 Ländern und 100 aus Deutschland. Und es gab auch Deutsche, die zu den freiwilligen Helfern gehörten. An der Stelle, an der wir gegraben haben, haben wir dann zwei Leichen an dem Feuerwehrauto gefunden. Ja. UN-Generalsekretär Kofi Annan und seine Frau drücken den Feuerwehrleuten persönlich ihr Mitgefühl aus. Die Gipfelkonferenz der Vereinten Nationen, die heute beginnen sollte, wurde abgesagt. Soeben in der größten Synagoge New Yorks ein eindringlicher Appell. Unsere Antwort auf diese Angriffe muss uns vereinen. Vereinen in einer globalen Aktion gegen die Plage des Terrorismus. Und sie darf nicht zu neuen Spaltungen führen, innerhalb und zwischen den Nationen. Eine Reportage unter dem Titel New York, die Stadt will leben, bringt das erste heute Abend um 21.05 Uhr. Die Diskussion der Parteien über geeignete Antiterrormaßnahmen hat an Schärfe gewonnen. Politiker von Union und FDP unterstützten heute zwar die Pläne der Bundesregierung, forderten aber Nachbesserungen. Die CDU-Vorsitzende Merkel plädierte für Regelanfragen beim Verfassungsschutz und den Einsatz der Bundeswehr für die innere Sicherheit. Dagegen warnte der Grünen-Politiker Vollmer vor Eingriffen in demokratische Grundwerte. Die offene Gesellschaft dürfe nicht untergraben werden. Am Abend kamen die Fraktionen in Berlin zusammen, um die morgige Sondersitzung des Bundestages vorzubereiten. Dabei geht es um die Unterstützung möglicher Vergeltungsschläge der USA. Vor seinem Abflug nach Washington heute Abend drückte der Außenminister seine tiefe Betroffenheit über wohl fast 100 Deutsche unter den Opfern in New York aus. Das zeigt auch, dass die Verbundenheit nicht nur eine Verbundenheit des mitfühlenden Schmerzes und der mitfühlenden Trauer ist, sondern dass leider auch viele unserer Landsleute mit dem Leben bezahlen mussten. Am Abend bemühten sich daher auch die Fraktionen, morgen eine gemeinsame Solidaritätsadresse im Bundestag zu verabschieden. Den Bekundungen uneingeschränkter Solidarität müssten konkrete Maßnahmen folgen, heißt es in dem Beschluss. Darunter auch, so wörtlich, die Bereitstellung militärischer Fähigkeiten zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Die Formulierung ein Kompromiss. Dennoch drohte die Geschlossenheit noch zu scheitern an Forderungen der Union nach mehr Geld für Inneres und Verteidigung. Dankeschön. Aber ich bin nicht bereit, jetzt zu erklären, auf jeden Fall brauchen wir mehr Geld, aber keiner weiß genau wofür. Das wird noch zu klären sein. Die Union forderte, der Kanzler müsse nach Washington reisen. In Sicherheitsfragen sei die Regierung zwar auf dem richtigen Weg, mehr Geld für die innere und äußere Sicherheit sei aber notwendig. Um Geschlossenheit zu dokumentieren, will sie zustimmen, aber... Wir erwarten, dass der Bundesfinanzminister in der nächsten Woche einen überarbeiteten Entwurf des Bundeshaushaltes in den Deutschen Bundestag einbringt. Es kann sich niemand von uns vorstellen, dass der Entwurf des Bundeshaushaltes 2002 in der nächsten Woche in unveränderter Form weiter gelesen wird. Auch FDP und Grüne wollen morgen zustimmen. Über eine Beteiligung von Bundeswehrsoldaten an Vergeltungsaktionen will man bei den Grünen aber erst entscheiden, wenn es soweit ist. Wir können nur entscheiden, ob wir irgendetwas zustimmen oder ablehnen, wenn konkret vorliegt, was auf dem Tisch ist. Und dem kann man nicht vorgreifen. Zur Stunde sitzen die Fraktions- und Parteispitzen wieder am Kanzleramt, um sich über den letzten Stand der Dinge zu informieren. Bundesumweltminister Trittin lässt zusätzliche Schutzmaßnahmen für deutsche Atomkraftwerke prüfen. Sein Sprecher sagte heute in Berlin, gegen Terrorakte wie die in den USA sei allerdings kein AKW der Welt ausgelegt. Die deutschen Atomanlagen seien zwar gegen den Absturz von Kampfflugzeugen gesichert, nicht aber gegen den gezielten Angriff mit einer großen Passagiermaschine oder mit Bomben von großer Sprengkraft. Zum ersten Mal seit Monaten zeichnet sich eine Entspannung im Nahostkonflikt ab. Die israelische Armee stoppte alle militärischen Aktionen gegen Palästinenser und wies ihre Truppen an, sich aus den von Palästinensern kontrollierten Gebieten zurückzuziehen. Dorthin waren israelische Truppen in den vergangenen Wochen eingerückt.
Zuvor hatte Palästinenser Präsident Arafat einen Waffenstillstand angeboten. Noch in der vergangenen Nacht hatte sich die Gewaltspirale wie gewohnt weitergedreht. Bei Schießereien im Westjordanland, in Hebron und Nablus, wurden 2 Palästinenser getötet und 5 schwer verletzt. Israelische Panzer beschossen eine von der EU finanzierte Baustelle am neuen Seehafen von Gaza mit Raketen, zerstörten bereits errichtete Gebäude. Doch heute Mittag kam der unerwartete Durchbruch. Nach intensiver internationaler diplomatischer Vermittlung kündigte Palästinenserführer Yasser Arafat einen sofortigen Waffenstillstand an. Wir verurteilen alle militärischen und paramilitärischen Aktionen gegen Zivilisten, egal ob sie von israelischen Soldaten oder von palästinensischen oder israelischen Extremisten begangen werden. Ich habe heute Morgen an alle meine Kommandeure nochmals den Befehl erteilt, einen Waffenstillstand an allen Fronten in jeder Stadt und jedem Dorf sicherzustellen. Ich habe außerdem angewiesen, sich auch im Fall israelischer Angriffe zurückzuhalten. Auch Israel reagierte positiv. Ich begrüße Arafats Erklärung von heute. Sie ist klar und positiv. Es ist wichtig, dass Arafat sie in arabischer Sprache abgegeben hat. Wir haben ihm versprochen, wenn er einen sofortigen Waffenstillstand erklärt, dann tun wir sofort das Gleiche. Der Premierminister und der Verteidigungsminister haben unsere Armee klar angewiesen, nicht mehr zu schießen. Die Wirtschaft will mit mehr Ausbildungsplätzen auf den Fachkräftemangel reagieren. Im Ausbildungsjahr 2001-2002 wollen die Betriebe 30.000 Lehrstellen mehr als im Vorjahr anbieten. Das ergab eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft. Dies sei eine Steigerung von 4%. Vor allem Metallunternehmen, Banken und Versicherungen wollen mehr junge Leute ausbilden. Die Zahl der BSE-Fälle in Deutschland steigt weiter. Bei 3 Tieren hat sich heute der Verdacht auf die Rinderseuche bestätigt. Sie kommen aus Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen. Damit sind hierzulande mittlerweile 107 BSE-Fälle registriert. Bundeskanzler Schröder hat die Verbraucher aufgefordert, das Konsumverhalten trotz der Terroranschläge in den USA nicht zu verändern. Wenn, so Schröder, alle aufpassen, komme es nicht zu einer Rezession. Der Kanzler machte heute seinen Rundgang über die internationale Automobilausstellung in Frankfurt. Der Eintrag ins Kondolenzbuch für die Terroropfer in New York durfte natürlich auch beim Kanzlerbesuch auf der IAA nicht fehlen. Der Rundgang war Ersatz für die ausgefallene feierliche Eröffnung am Donnerstag. Ein arg gedrängtes Besuchsprogramm, alle 6 deutschen Automobilhersteller und die wichtigsten Zuliefererfirmen in gut 2 Stunden. Der Kanzler als Förderer der Industrie, nie war er so wertvoll wie jetzt. Gerhard Schröder sparte denn auch nicht mit wohlmeinenden Worten. Es gibt keinen Grund, Kaufzurückhaltung zu üben. Gewiss, das, was vor uns ist, ist schwierig, erfordert deutliche, auch harte Entscheidungen, politische, militärische. Aber ich denke, wir dürfen bei allem unseren Optimismus, nicht zuletzt in der Wirtschaft, nicht verlieren. Die Autoindustrie hört's mit Wohlgefallen, droht ihr doch nach dem mäßigen Geschäftsjahr 2000 ein weiteres Jahr des Abschwungs. Der Dirigent Daniel Barenboim hat seinen Vertrag als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper unter den Linden bis 2007 verlängert. Das teilte die Berliner Kultursenatorin Göhler am Abend mit. Intendant wird der Regisseur Peter Musbach. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 19. September. Das Tief über Westpolen zieht in Richtung Ärmelkanal und bestimmt weiter das Wetter in Deutschland. Dichte Wolken mit Regen reichen von Skandinavien bis nach Frankreich. Von Polen bis zum Balkan gemischtes Wetter mit Sonne, Wolken und Frühnebel. Nur im östlichen Mittelmeer ist es sonnig und sehr warm. Heute Nacht ist es nördlich von Main und Mosel überall bewölkt und es regnet. Im Norden fallen ergiebige Regenmengen. Am Tag erfasst das Regengebiet Nordrhein-Westfalen. Im Osten und in Bayern sind die Wolken leichter und die Sonne scheint. Ansonsten Wolken mit Schauern. Der Südwind lebt auf und erreicht im Norden Sturmstärke, an der Nordseeküste Sturmböen. Heute Nacht gehen die Temperaturen an den Küsten auf 12 Grad zurück, sonst 10 bis 5 Grad. Am Alpenrand gibt es bei 3 Grad stellenweise Bodenfrost. Morgen erwärmt sich die Luft auf 13 Grad im Allgäu und erreicht bei längerem Sonnenschein 19 Grad in Brandenburg.
Und das sind die Aussichten. Regen und Schauer begleiten uns in den nächsten Tagen. Sonne gibt es nur selten. Es wird aber etwas wärmer.